Das ist also der Baum des Lebens. Hier steht, es ist vom Weltenbaum die Rede. Seine Wurzeln reichen tief bis in die Unterwelt. Er selbst stellt das Zentrum in der Welt dar und seine Äste tragen den Himmel. Der Weltenbaum stellt somit die Weltachse dar, die alle drei Ebenen, den Himmel, die Erde, die Unterwelt miteinander verbindet, und er beschreibt somit die kosmische Ordnung und gehört zur Mythologie vieler Völker auf Erden. Unter Präastronautik versteht man das Zusammenfassen von verschiedenen Theorien, die mit unserer vorzeitlichen Geschichte zu tun haben, und man sich die Frage dabei stellt, ob außerirdische Lebensformen mit unserer Entwicklung zu tun hatten. Die Präastronautik unterliegt keiner Schule und bedient sich sämtlichen Forschungsmethoden, um die Geschichte der Menschheit und ihrer Entwicklung herauszubekommen. Erst durch den Zusammenschluss großer Denker, Wissenschaftler und Forscher konnte die Präastronautik entstehen.
Durch die Vielzahl der Zusammenschlüsse von Wissenschaftlern und Forschern entwickelt sich die Präastronautik in eine ganz neue wissenschaftliche Richtung. Sie wird demnächst oder in ferner Zukunft eine eigenständige wissenschaftliche Institution darstellen. Von vielen wird die Präastronautik als Sci-Fi Science Fiction betitelt und gilt unter anderen unter Verschwörungstheorien. Viele Wissenschaftler trauen sich das gar nicht, Präastronauten zu unterstützen, weil sie ihren Ruf verteidigen müssen, ihren Ruf bewahren. Und wenn herauskommt, dass bestimmte Wissenschaftler mit Präastronauten zusammenarbeiten und die breite Öffentlichkeit bekommt das mit, dann geht niemals mehr jemand zu diesem Doktor, zu diesem Wissenschaftler. Man hat Angst, dass man seinen Job verliert an der Uni und so weiter und so weiter. Und die ganzen schlauen Köpfe bleiben weiter an ihren Arbeitsplätzen und das Wissen, was sie eigentlich treibt und das Innere, was uns alle eigentlich treibt, bleibt verborgen, weil sich niemand traut, dagegen anzukämpfen und herauszukommen aus seinem Loch. So, und das ist doch der eigentliche Punkt, denn die Präastronautik ist eigentlich auch verbotene Archäologie. Sie verbindet Astronomie und Archäologie und danach folgen sämtliche anderen Wissenschaften, um herauszubekommen, was wir wissen möchten. Und das darf nicht verboten sein. Das ist Forschung, das ist Wissenschaft. Und es sind genau die Leute, die an etwas glauben. Die an etwas glauben, und zwar die Leute, die die Welt um etwas besser machen möchten. Die Geschichte aufklären möchten, die sämtliche Bücher wälzen, die Leute, die nachts vor dem Computer sitzen und sämtliche Sachen studieren, obwohl die überhaupt nicht dafür bezahlt werden und es einfach nur aus Freizeit tun. Die Leute, die nicht auf dem Hintern sitzen können, weil die einfach aufspringen müssen und irgendwas verändern müssen. Die Leute, die denken, dass wir nicht einfach wie in der Geschichte von dem Affen abstammen. Die Evolutionstheorie, dass die zum Beispiel nicht stimmt. Und wenn, dann muss die hundertprozentig nachgewiesen werden. Dann sind wir ruhig. Dann sind die Leute wieder ruhig. Dann sind wir auch glücklich. Das ist auch genau das, was uns ausmacht. Wir sind so lange nicht zufrieden, bis wir nicht rausbekommen haben, was wir wissen wollen. Und das ist meiner Meinung nach Forschung. Und das ist der Triebgeist. Das ist der Trieb, der uns alle antreiben sollte. Ich kann nicht locker lassen und ich muss nochmal zurück. Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Video machen, aber es geht einfach nicht. Es lässt mich nicht los und ich zerbrösel mir den Kopf und meine Gedanken darüber, über die Sachen, die werde ich gleich vorstellen. Ich verstehe manche Dinge einfach nicht mehr. Es wird so viel reingedichtet und interpretiert. Ich werde das gleich direkt ansprechen. Und zwar, es geht wieder um den Astronauten von Palenque. Ich möchte damit Leute ansprechen, die um einiges mehr Ahnung haben. Und ich möchte handfeste Beweise dafür haben, was man in Zukunft hier behauptet. Diese Grabplatte existiert, dieser Tempel existiert und das könnte für jeden von uns ein Urlaubsreiseziel sein. Da kann sich das jeder angucken, jeder kann es fotografieren. Ich zeige jetzt einfach mal wieder, was Wissenschaft uns vorgibt, was die angeblich aus dieser Grabplatte von Palenque für Schlüsse ziehen. Jetzt die Frage, wie hat man die Platte damals überhaupt angehoben? Und warum sieht Bolognoc de Coux genauso aus wie Pascal der Große? Und fangen wir gleich an mit meinem Lieblingsbeispiel. Und zwar, es wird behauptet von einem bestimmten Wissenschaftler, dass in dieser Grabplatte das Lebenskreuz zu finden ist. Okay, befassen wir uns mit dem Lebenskreuz. Gebt als erstes bei Google Lebenskreuz ein. Lest dort raus, was ihr finden könnt. Geht auf Wikipedia, gebt Lebenskreuz Wikipedia ein. Ich denke mal, ihr werdet rausbekommen, dass es sich hierbei angeblich um das Ankh handelt, was aber übersetzt Nilschlüssel, Henkelschlüssel oder Lebensschleife bedeutet. Und eigentlich dafür steht für Leben und das Leben nach dem Tod im Jenseits. Und nichts mit diesem vom Wissenschaftler betitelten Lebenskreuz zu tun hat. Ich finde nichts über das Lebenskreuz. Vielleicht habt ihr mehr Glück, dann
Schickt mir Videos darüber, ich würde mich freuen. Man kann sich ja nur weiterbilden. Also, nun, wie wir sehen können, können wir ganz leicht ein Kreuz erkennen und wir haben auch Vergleichsmöglichkeiten. Aber hierzu muss ich einfach etwas sagen. Und zwar ein Kreuz kann ich überall erkennen. Und für die Gläubigen unter uns, wir möchten Gott in allen sehen, in allen Dingen. Und ein Kreuz ist an jeder Ecke zu finden. Und wer das Kreuz sehen möchte, der kann es gerne sehen. Aber ich gebe zu bedenken, dass ich bestimmt 90% des Bildes gelöscht habe, um einzig und allein das Kreuz zu präsentieren. Plus Pakal und dem Sitz natürlich, damit man noch ein bisschen den Vergleich zu der Grabplatte findet. Aber dahingestellt, jeder soll doch sehen, was er sehen möchte. Dafür mache ich ja das Video. So, dann führe ich das Ganze jetzt mal fort. Bei der Präastronautik, die bis heute noch nicht zur Wissenschaft anerkannt wurde.
So, ich habe das ganz schön lange ausgehalten. So, und hierzu kann ich nur sagen, das erste Mal, als ich das Bild gesehen habe, die Grabplatte von Palenque, das erste, was ich gedacht habe, sitzt der in einem Raumschiff? Ist das ein UFO, also ein Raumschiff, eine Rakete? Das war das allererste, was ich gedacht habe, als ich das Bild gesehen habe. Und die Rätsel um die Grabplatte von Palenque sind bis heute nicht geklärt. Die Wissenschaftler und die Präastronauten sind sich nicht einig, wie gehabt. Und die Datumsglyphen, die auf der Grabplatte verziert sind, passen nicht in diese Zeit. Und man sage zwar, dass dass der Pakal, der Große, in dem Grab liegt. Aber wenn der Tempel darauf gebaut wurde, wurde ja das Grab also schon vorher dort hingetragen und die Grabplatte macht Sinn. Und das beweist es ja dann auch. Ist nicht aus dieser Zeit. Und das war dann also alles schon da. Und es wird immer rätselhafter. Doch was ich erkenne, ist ein Raumschiff. Und bei der Meinung bleibe ich, bis mir jemand das Gegenteil beweist von euch da draußen. Eins noch kurz, bevor es losgeht. Und zwar ist euch aufgefallen, oder es fällt euch vielleicht auf, nachdem das Video zu Ende ist, dass die Wissenschaftler immer nur Segmente aus dem Bild oder aus der Grabplatte rauspushen oder rauspicken, um etwas zu belegen, um etwas zu beweisen. Aber die Präastronautik nimmt so gut wie 90% des Bildes und sieht in dem ganzen Bild etwas. Es macht eben keinen Sinn, irgendwo ein kleines Objekt aus dem Bild rauszunehmen und dann zu behaupten, dieses Objekt ist das, was das ganze Bild darstellt. Macht doch überhaupt keinen Sinn, ist nicht wissenschaftlich und absolut unlogisch. Also dann, adios, amigos.